So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute, wie ihr sehen könnt, mal nicht aus meiner Werkstatt, sondern aus meiner Garage. Das liegt daran, dass ich heute mal meinen Garagenboden versiegeln und beschichten werde. Und wenn euch interessiert, wie ich das gemacht habe, bleibt einfach dran. Los geht's gleich nach dem Intro. Ja, bevor wir jetzt hier gleich richtig mit den Arbeiten loslegen, noch ein bisschen was zur Ausgangssituation. Wie ihr sehen könnt, habe ich in meiner Garage einen ganz normalen Estrichbetonboden verlegt. Der ist bislang noch unbehandelt gewesen. Das hat zur Folge, dass insbesondere im Winter, wenn man hier mit dem Auto reingefahren ist, immer einen Haufen Feuchtigkeit mit reingebracht hat und das vom Boden eben aufgenommen wurde. Ja, durch den Reifenabrieb etc. war der Boden natürlich auch immer fleckig und das wird man jetzt durch die Beschichtung dann verhindern können in Zukunft. Ja, was gibt es zu beachten, wenn man einen unbehandelten Estrichbetonboden behandeln will? Man sollte zu Beginn die komplette Sinterschicht, die sich auf der Oberfläche des Betons befindet, erstmal abschleifen. Das hat zur Folge, dass der Beton dann griffig wird und das Material, das man aufträgt, eben auch aufnehmen kann. Das ist wichtig und das habe ich im Vorfeld schon mal gemacht. Und wie ich das gemacht habe, zeige ich euch jetzt gleich. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich mir zum Abschleifen des Bodens vom Maschinenverleih einen Estrichschleifer mit Diamantscheibe ausgeliehen. An den Estrichschleifer habe ich gleich provisorisch einen Industriestaubsauger angeschlossen. Damit wird der grobe Staub gleich aufgenommen. Den feinen Staub müsst ihr nachher mit der Hand entfernen. Es ist dringend notwendig, dass die komplette Fläche staubfrei ist, weil sonst die Beschichtung nicht richtig halten kann. So, der Untergrund wäre dann soweit vorbereitet. Dann werde ich euch jetzt mal das System zeigen, was ich dann zur Bodenbeschichtung und Versiegelung verwende. Ja, bei der Beschichtung habe ich mich eben für das Beschichtungssystem Easy Ground Classic entschieden mit schwarzer Farbchip-Einstreuung. Hierbei handelt es sich um eine Zwei-Komponenten-Farbe, die einfach in zwei Arbeitsschritten auf den Boden aufgetragen wird und dann dadurch eben die Versiegelung des Bodens garantiert. Wenn ihr jetzt anfangen wollt, müsst ihr zu Beginn erstmal den Bedarf berechnen. Das ist sehr einfach. Dazu geht ihr einfach auf die Webseite der Firma. Die werde ich euch nachher unten in der Videobeschreibung verlinken. Dort könnt ihr in dem Konfigurator die Länge und die Breite eurer Garage angeben. Ihr könnt angeben, wie hoch die Aufkantung an den Seiten sein soll und dann wird euch der Bedarf automatisch berechnet. Die Arbeitsmittel, die ihr zur Verarbeitung braucht, könnt ihr ebenfalls dort bestellen. Das sind zum einen mal Rollen in zwei verschiedenen Größen, also eine große Rolle für den Boden und eine kleine Rolle für die Aufkantung. Dann Pinsel und zum Arbeitsschutz eben noch Brillen und Latexhandschuhe. Gibt es alles im Webshop. Der Vorteil von diesem Beschichtungssystem ist eben, dass es sehr einfach ist, dass es von jedem Laien durchgeführt werden kann und dadurch ist es dann auch wieder sehr preisgünstig. So, ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Ich zeige euch jetzt, wie man die Farben anmischt, was es da zu beachten gibt. Und das ist, wie ihr seht, kein Hexenwerk. Da machen wir jetzt gleich mit weiter. Wenn ihr das Material verarbeitet, solltet ihr auf jeden Fall Handschuhe und eine Schutzbrille tragen, um so einen Augen- und Hautkontakt zu vermeiden. Bei der Beschichtung handelt es sich, wie schon gesagt, um ein Zwei-Komponenten-System. Die beiden Komponenten müssen vor der Verarbeitung gut miteinander vermischt werden. Der Härter befindet sich in einem kleinen Eimer und ist, wie ihr sehen könnt, doppelt eingespeist. Die Verpackung solltet ihr an den vorgegebenen Laschen öffnen. Hierzu solltet ihr auf keinen Fall ein Messer verwenden, da ihr sonst den inneren Beutel eventuell beschädigt. Das Harz würde dann auslaufen. Ja, und das Farbgebinde befindet sich jetzt eben im großen Eimer. Die Farbe habe ich zuerst kurz mit einem Akkuschrauber und einem Hörquell aufgehört. Danach wird dann der Härter hinzugegeben. Bei der Zugabe des Härters solltet ihr darauf achten, dass ihr den kompletten Inhalt des Beutels in den Eimer gebt, sodass das Mischverhältnis später optimal ist. Ja, bei der Beschichtung mit Easy Ground ist keine vorherige Grundierung des Bodens notwendig. Die Grundierung erfolgt hier quasi im Erstanstrich. Dazu wird dem Gebinde 10% Wasser, also in diesem Fall 700 ml hinzugegeben. Danach wird nochmal alles aufgehört. Ja, ich würde sagen, so 3 bis 4 Minuten ist optimal und dann kann mit dem Streichen begonnen werden. So, dann können wir auch schon loslegen. Ich beginne jetzt hier mit den Ecken und den Aufkantungen.
Die Maueraufkantung habe ich mit der kleinen Farbrolle vorgestrichen. Wie ihr sehen könnt, habe ich die Fläche hier nicht mit Malerklebeband abgeklebt, da das Ergebnis aus meiner Sicht auch so sehr ordentlich aussieht. Solltet ihr dennoch Malerklebeband verwenden, müsst ihr dieses relativ zeitnah wieder entfernen, da die Beschichtung eine feste Verbindung mit dem Untergrund eingeht und ihr sonst Probleme haben werdet, das Klebeband wieder zu lösen. Ja, die schwierigen Ecken und Kanten, an die ich mit der Rolle nicht richtig herangekommen bin, habe ich mit einem Pinsel nochmal nachgestrichen. Danach war das Ergebnis dann, wie ihr sehen könnt, hundertprozentig. Und danach kann es dann auch gleich mit dem Streichen des Bodens weitergehen. Ich habe mir hierzu auf die komplette Breite der Garage in einem Abstand von ca. 40 bis 50 cm eine geringe Menge Easy Ground auf den Boden aufgetragen und dann mit einer Rolle ordentlich verteilt. Wie ihr sehen könnt, lässt sich die Beschichtung sehr angenehm verarbeiten. Die Deckkraft ist auch im verdünnten Zustand meiner Meinung nach extrem hoch. Und wenn ihr dann mit der ersten Bahn fertig seid, wiederholt ihr den Vorgang einfach so oft, bis die komplette Garage gestrichen ist. Dabei solltet ihr natürlich darauf achten, dass ihr zum Garagentor oder zur Tür hinarbeitet und euch nicht selber in der Garage einsperrt. Ja, und so sah das Ergebnis dann nach dem ersten Streichgang aus. Am nächsten Tag geht es dann mit dem zweiten Durchgang weiter. Nach 12 Stunden ist die Beschichtung jetzt soweit ausgehärtet, dass man den Boden wieder begehen kann. Das bedeutet, wir können jetzt gleich den zweiten Anstrich durchführen und dazu werde ich mir jetzt erstmal wieder die Farbe anmischen. Beim zweiten Streichgang erfolgt die Beschichtung im unverdünnten Zustand. Das bedeutet, dass hier dem Gebinde beim Anmischen kein zusätzliches Wasser hinzugegeben wird und das ist eigentlich das Einzige, was ihr hier beachten müsst. Sonst bleibt alles gleich. Beim zweiten Streichgang bin ich eigentlich genauso vorgegangen wie beim ersten. Ich habe zuerst wieder mit den Aufkantungen begonnen und dann mit der Bodenfläche weitergemacht. Beim zweiten Streichgang sollen jetzt hier die Farbchips eingestreut werden. Ich habe mir daher die Fläche zuerst eingeteilt. Bei der Einteilung habe ich mich an meiner Armlänge orientiert, sodass ich die Farbchips später bequem einstreuen kann. Die Farbchips gibt es in verschiedenen Ausführungen. Wie ihr sehen könnt, habe ich mich hier für die grobe Variante entschieden. Ja, und die Farbchips werden dann dafür sorgen, dass der Boden später rutschfest ist und kleine Verschmutzungen auf der Oberfläche optisch nicht so auffallen. Ja, um bei der Einstreuung ein möglichst schönes Ergebnis zu erzielen, ist es wichtig, dass die Flakes gleichmäßig auf der Fläche verteilt werden. Ich habe mir hierzu, wie ihr sehen könnt, die Flakes vor meinem Körper leicht nach oben geworfen. Beim Herunterfallen haben sich diese dann gleichmäßig auf der Fläche verteilt. Das Ganze erfordert ein bisschen Übung, ist aber, wie ihr sehen könnt, kein Hexenwerk. Die Optik eures Bodens könnt ihr durch die Menge der eingestreuten Flakes entscheidend beeinflussen. Ja, und wenn ihr dann mit der ersten Bahn fertig seid, macht ihr gleich mit der nächsten Bahn weiter. So, hier seht ihr jetzt das fertige Ergebnis meiner Garage. Die Beschichtung habe ich wieder über Nacht durchtrocknen lassen und nach 12 Stunden ist der Boden dann wieder belastbar und begehbar. Ich habe für die 40 Quadratmeter in meiner Garage vom Arbeitsaufwand insgesamt 4 Stunden gebraucht, also 2 Stunden pro Streichdurchgang und ich würde sagen, der Arbeitsaufwand ist damit sehr überschaubar. So, damit wären wir dann heute schon wieder am Ende angelangt. Ich denke, zum Ergebnis an sich brauche ich eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ihr habt gesehen, Bilder sprechen mehr als 1000 Worte. Ich bin sehr zufrieden und ich denke, das ist die Hauptsache. Die Verarbeitung, die war auch wirklich kinderleicht. Also da braucht ihr kein Heimwerker und auch kein Handwerker zu sein. Das kann wirklich jeder. Wenn ihr jetzt noch Fragen zum Produkt habt, werde ich euch unten in der Videobeschreibung die Erreichbarkeit und die Homepage von dem Hersteller verlinken und dann könnt ihr euch direkt an diesen wenden. Ja, ich möchte mich natürlich auch noch bei der Firma EasyGround recht herzlich bedanken für die Produktbereitstellung, dass ich das Produkt hier testen durfte und ja, echt top, vielen Dank. Für heute wären wir dann am Ende. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dürft ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen, dürft meinen Kanal abonnieren und dann sehen wir uns in der nächsten Woche schon wieder zu neuen Videos. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, wünsche euch viel Spaß beim Heimwerken, macht's gut, ciao.